Emergency Action, das zeigt er nachher. Eben mit dem Fallschirm. Du hast einen Fallschirm an. Wie häufig hat man das schon gebraucht bei so einem Flug? Sind leider auch schon abgestürzt. Also, aber das sind alles eigentlich Pilotenfehler. Ein Tiefflug in ein Kabel rein. Oder. Aber eben grundsätzlich einfach raus. Und eigentlich musst du einfach rausgumpen. Wie ist es nachher? Egal. Weg vom Flieger und dort sicher. Wir sind jetzt unterwegs auf Meiringen. Wir begleiten heute den ganzen Tag den Gaudi. Das ist sein Spitzname. Eigentlich heisst er Andrin Gaudenz. Er ist 28. Er ist 28. Also und genau dein Alter. Mein Alter, ja. Hoffentlich ist er heiß. Er sieht auf jeden Fall heiß aus. Er hat nämlich so einen Flugdress an, weil er ist von Beruf Militärpilot. Also wir werden heute mit ihm nicht nur fliegen, sondern vielleicht auch Leute abschiessen, weil das ist das, was er gelernt hat. Weißt du, was noch speziell ist? Ich habe es schnell gegoogelt. Okay. Seit es die F-18 gibt, sind 3 vom Himmel oben runtergefallen. Das letzte irgendwie vor 2-3 Wochen und das vorletzte vor einem Monat. Ja, lustig, ich muss wieder mitfliegen. Ja, einfach, dass du das weißt. Aber es hat einen Schleudersitz und das funktioniert. Jetzt lustig, das ist nicht lustig, lustig. Es ist viel zu früh am Morgen. Also, du kannst also, er wird sicher auf dich schauen. Ja, das bringt nichts in der Luft. Das ist sicher ganz ein erfahrener. Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht nur, dass wir ihn nerven den ganzen Tag, sondern er hat nachher noch so eine Nachtflugübung in Norwegen. Das heisst, wir fliegen zusammen auf Norwegen mit so einem Militärflugzeug und schauen dem nachher zu, wie er im Dunkeln rumfliegt. Aber zuerst fliegst jetzt du hier in der Schweiz und so mit ihm noch krasse Übungen mit all diesen Militärjets. Ich bin vorhin kritisch eingestellt, was das angeht. Und ich meine, wenn jemand in den Luftraum eindringen und einen Scheiß machen will, dann kommt er eh. Dann ist es zum Fall scheißegal, weil er kommt ja nicht zu den Bürozeiten. Ja, es ist viel Geld und das Militär ist ja eh nicht mein Gedankengut. Aber wir gehen dort vorbei schauen, wieso dass man sich als junger Mann entscheiden kann, um einen Beruf zu lernen, wo es darum geht, dass du eventuell auch andere Flugzeuge abschliessen kannst. Es geht nur um das. Ja. Sonst kannst du Linienpilot werden. Ja. Ja. Hallo. Du bist die richtige Person, oder? Genau, ja. Hallo, Andrin. Gülşah. Salut. Das ist der Lüschi, sein Kameramann. Hallo. Guten Morgen. Salut. Hoi. Er begleitet uns heute. Sehr gut. Ja. Okay. Wir können dich noch ein mikrofonisieren. Das können wir gerade machen. Also los. Gut. Okay. Einigermaßen, einfach so ein bisschen. Wo wohnst du im Kanton Graubünden, wenn du Graubündner Nummer hast? Ja, aber jetzt Zeltner. Ist das näher von hier? Ja, ist dabei fast Luzern. Ich muss schnell noch ein paar Sachen holen. Also wir warten in dem Fall hier. Wir können euch zu dieser Tür führen. Zu dieser Tür dort? Ja, ich komme okay. Danke. Wie findest du das Auto dort? Staffel 11, der Tigerauto. Obwohl ich noch keine Ahnung habe, gibt es schon den Mythos von der Staffel 11. Und zwar haben die ein Wappenzeichen, das ist der Tiger. Und die leben das halt als. Also, die haben wahrscheinlich auch Tiger-Tattoos. Ja, mal schauen, ob das der andere auch hat. Der Gaudi, da ist er. Hast du dich extra so angelegt für uns? Oder ist das, dein, nein, ist das deine nicht. Arbeitskleidung? Nein, nein. Und gell, du bist auch Staffel 11, also Tiger. Ja. Und anscheinend ist das so ein Mythos mit den Tiger. Also ihr lebt das. Ja, genau. Also gibt es auch Leute, die es zu tun haben? Nein. Selbst, bist du sicher? Nein. Okay. Sicher nicht. Was machen wir jetzt also am Anfang? Wie sieht dein Tag aus? Wir haben heute eine Trainingsmission, die für Luftpolizeidienst ist. Okay, aber jetzt machen wir mal Schritt für Schritt. Wir gehen mal so in den Arbeitsplatz anschauen. Also wir sind auf dem Flugplatz in Meiringen. Genau, ja. Darf ich überall mitkommen? Ja, vielleicht muss er schnell hören filmen. Da ja. Der Andrin, mega gechillter, sehr ein netter Typ, sympathisch. Ruhepuls von 20. Muss man vermutlich auch haben, wenn man Kampfjet-Pilot ist. Bis dann plötzlich das passiert ist. Könnt ihr da rauskommen? Hey, los schnell.
Entweder filmst du wie einsägen und sonst müssen wir die Übung leider abbrechen. Hey, ist es jetzt vorbei? Entweder filmst du wie einsägen und sonst müssen wir die Übung leider abbrechen. Hey, es kommt vielleicht nicht ganz über, wenn du das am Bildschirm siehst, aber die Situation war gerade so, wow. Weißt du, liebe, ruhige, herzige Andrin ist gerade so richtig streng geworden. So jede Faser von ihm. Ja, nein, also... Nein, das Problem ist wirklich, ja, es ist... Ja, okay, ja, ja. Es ist eine Chatbasis. Ja. Und das sind halt schon andere Regeln. Und da darfst du nicht filmen? Du kannst filmen, ja. Da kannst du, ist gut. Für mich war echt eine sehr ungewohnte Situation. Aber ich habe völliges Verständnis. Mir ist wirklich auch völlig klar, es ist Chatbasis. Okay, es ist Militär. Es sind Sachen, die nicht geleakt werden dürfen, die nicht raus dürfen gehen. Es geht hier tatsächlich um die Sicherheit von der Schweiz. Nein, wir wissen das. Und wir tun nicht irgendwie etwas leaken. Wir machen das, was du uns sagst. Also du bist hier der Chef und wir folgen dir. Das ist gut. Aber ich bin gerade verschrocken drin. Also jetzt kennen wir uns 4 Minuten und. Also das ist jetzt nicht der Briefing Room. Wir dürfen aber nicht im Briefing Room, weil dort so Sachen, die wir nicht zeigen dürfen. Genau. Was denn so? Es gibt einfach gewisse Taktiken und so, die halt geheim sind. Das ist das, was wir eigentlich brauchen würden in einem Luftkampf. Und das ist eigentlich so. Ja, der Schlüssel zum Erfolg. Und den wird man schon nicht allen zeigen. Also Schlüssel zum Erfolg heisst ja eigentlich, mit dem könntet ihr es schaffen, Menschen abzuschiessen. Ja, oder? Also, oder einfach andere Flugzeuge, ja. Genau. Das ist also schon die Idee. Also mit der Taktik tust du andere Luft. Also es gibt eben verschiedene Arten von Missionen, die wir haben. Eben, wir haben Luftpolizeimissionen, die in Friedenszeiten vor allem stattfinden. Und die haben nicht eigentlich im Sinn, zum Go-Flieger abschiessen. Es ist mehr das Kontrollieren, wie es die Polizei macht auf der Straße. Es sind Verkehrskontrollen in der Luft. Ich meine, man muss ja das auch studieren. Du bist ja ZHW und hast ja eigentlich studiert, du hast Aviatik studiert. Genau. Man muss auch noch Offizier sein. Genau. Was ist denn Motivation? Wieso will man das machen? Also grundsätzlich... Verdient man mega viel? Also man verdient gut. Ja. Ja. Und, aber meine Motivation ist eigentlich der klassische, das ist der Bubentraum. Man will fliegen. Und ich habe mal auch schon angefangen, als mit 16 habe ich angefangen Segelfliegen. Und bin dann durch die Segelfliegen eigentlich, hat mich der Virus immer mehr gefressen. Und es hat einen Grundsinn, oder, dass man es macht. Es ist jetzt die Verteidigung von der Schweiz. Wir sind zwar jetzt in Friedenszeiten, aber man hat schon immer im Hinterkopf, dass das auch ernst könnte werden. Ja. Wir schauen das jetzt am Schluss davor, sondern schauen nur, was wir jetzt nachher werden machen, weil du kannst dir vorstellen, ich bin nervös. Wir können ja nachher den Sinn oder Unsinn von 24/7 Luftraum bewachen, bewaffnet besprechen. Und ich glaube, du musst jetzt in so ein Briefing, oder? Ja. Vielleicht können wir dich begleiten, vielleicht auch nicht. Wir sehen es ja nachher. Ja. Okay. Genau. Ja. Was? Du siehst schon mal aus wie einer, oder? Wie so eine Kampfjet-Pilotin. Das sieht gar nicht schlecht aus. Gell? Da werden Männer träumen wahr. Ich fühle mich auch schon so pilotig. Sauerstoffmaske. Anscheinend gehen wir so hoch, dass wir Sauerstoff mitnehmen. Also ich jetzt noch Sauerstoff. Ja. Ich bin ein bisschen nervös, ich gebe es zu. Ich muss jetzt meine Hosen zusammennehmen, weil ich nachher so einen Helm anlegen muss. Soll ich meine Schuhe mehr binden? Gut. Bist du nervös? Nein, du? Ein bisschen, ja. Doch, okay. Natürlich bin ich ein bisschen nervös, aber nicht mega fest. Also, ja. Nein, es ist meistens immer vor dem Flug, es ist so ein bisschen wie ein Ritual, wenn man zum Flieger läuft. Ich mache immer etwas das Gleiche. Es ist einfach so eine Konzentration, die dann langsam anfängt aufzufahren. Also das ist jetzt der Lion Tutu für heute. Ein Thema ist natürlich, es könnte schlecht werden. Ich gehe nicht davon aus, weil das ist kein Kunstflug mehr. Aber wenn es schlecht werden sollte, dann sagen wir es bitte einfach so früh wie möglich. Und einfach versuchen, wenn es schlecht wird, vermeiden, irgendwie noch ein Instrument erbrechen. Also das wäre ein Seich. Eben, wenn du Angst hast oder so, einfach alles sagen. Also, ich tue das nicht so wert. Einfach sagen,
Auch wenn es dir gefällt, kannst du sagen. Also, dann weiss ich, wie es dir geht. Weil wir eben hintereinander hocken. Ja. Ein Fallschirm. Sie zeigt dir das schnell. Es ist ein ziemlich normaler Fallschirm. Also nicht irgendetwas eben Schleudersitzmäßiges oder so. Wie häufig hat man das schon gebraucht bei so einem Flug? Sie sind leider auch schon abgestürzt. Also ein Tiefflug in ein Kabel hinein oder. Aber eben grundsätzlich einfach raus und eigentlich musst du einfach rausgumpen. Wie ist es nachher? Egal. Weg vom Flieger und dort sicher. Theoretisch musst du keine Angst haben. Kann ich das schon wegnehmen? Ja, wir haben jetzt auch einen coolen Arbeitsraum hier mit da vorne ist Eiger, Mönch, Jungfraugebiet vorne. Unglaublich. Du hast es schon geschafft, du. Der beste Arbeitsplatz ever. Hast du mal deine Freundin mitfliegen lassen? Eben, leider nicht. Es ist eigentlich unmöglich. Also, du hast eigentlich ein riesiges Glück. Jetzt hier links, das ist die Jungfrau Joch. Und hinten ist dann der grosse Letztglitsch. Come for one, come it, single group. Hörst du im Hintergrund? Tschüss, ja. Da die Übung los. Und jetzt sind bereits bei den Fachschulen unterwegs zu uns. Bist du bereit? Weil fertig, Alpenpanorama, jetzt geht's los. Wir machen nämlich eine Übung für den Polizeiluftdienst. Das heisst, Andrin und ich sind jetzt in ein Sperrgebiet, in eine Sperrzone hineingeflogen, unwissend. Und was passiert jetzt? Wir werden gewarnt, also wir hören etwas, dass wir hier an einem falschen Ort sind. Ignoriert das. Das heisst, zwei Kampfjets sind jetzt unterwegs zu uns und checken ab, was da passiert. Beziehungsweise sorgen dafür, dass der Andrin und ich so schnell wie möglich aus dem Sperrgebiet wieder rauskommen. Batman, Single Group, Bullseye, 210, 16, 1, 3000, Maneuvering Suspect. Die Frau hat die schönste Stimme auf der Welt. Ich gehe dann genau unsere Daten durch. Ja. Und zeigt quasi, wo wir sind. Jetzt wollen sie uns auch aufrufen. You are intercepted by Swiss Air Force F-18. You're inside prohibited area. Back to your call sign and attention. Don't talk to no me. Answer. Nein, ich sage jetzt nichts. Batman, das ist nichts, okay. Cali, 1 mile, 11 o'clock, slightly lower. Jetzt sehen sie okay. Jetzt sind sie noch nicht, oder? Ah, das ist das! Oh mein Gott! Was ist das für ein Ding? Was ist los? Jesus Christ! Start left then. 0703, 14000. Das sieht ja aus, ey! Ist das da geblieben? Was? Hey, zack, bumm, Tatsch, es ist so schnell gegangen. Das sind die zwei Kampfjets, die zwei FA-18, bei uns gewesen. Der eine geht nebendran, um zu schauen, was läuft eigentlich mit dem Flugzeug. Weil wir haben ja ihren Funkspruch ignoriert. Jetzt können sie schauen, sie sehen uns quasi ins Cockpit rein, ob wir vielleicht ohnmächtig sind, ob wir irgendwelche Handzeichen geben, dass irgendwie ein Funkgerät kaputt ist oder ob wir vielleicht ein Messer zwischen den Zähnen haben und denen gefährlich möchten kommen. Hast du das Gefühl, gefährlich kommen kannst du im Fall im Schweizer Luftraum glaubt irgendwie niemandem, weil gerade hinter uns ist der Shooter, also der Shooter FA-18, der schaut, dass, falls wir wieder Scheiß machen, er einfach uns könnte abschiessen könnte. Aber abschiessen muss man uns wirklich nicht. Es ist ja nur eine Übung. Jetzt siehst du, jetzt geht alles ablesen. Right on top.
white below. 323 beschrieben. Black strip in the middle. Alpha 941, Swiss Air Force. Nothing special. We had a completed standing by on the left. Alpha 941, you're inside prohibited airspace. If you read, turn left, heading 270. Der Kampfjet-Pilot hat jetzt uns beschrieben. Er hat gesehen, nothing special bei uns, also nichts Spezielles. Da ist weder jemand in Ohnmacht im Cockpit, noch sind wir irgendwelche Feinde mit Waffen, sondern vermutlich funktioniert einfach unser Funkgerät nicht, weil wir wieder nicht reagieren. Was macht man? Es gibt internationale Zeichen, auch in der Luft, wenn man nicht miteinander schwätzen kann. In diesem Fall ist das sogenannte Wing Rocking. Das heisst, er wackelt mit den Flügeln und wir bestätigen, wir wackeln auch mit den Flügeln im Sinne von hey, wir haben dich gesehen, hey, wir haben gecheckt, wir sind an einem falschen Ort und jawohl, wir folgen dir. No reaction proceeding for wing rocking. Jetzt wackelt er mit den Flügeln, ne? Jawohl. Wackelt er mit den Flügeln? Okay. He's following me and phase one knocked off. Jetzt wird der FA-18-Pilot uns einfach aus dem geschützten Luftraum raus begleiten. Jetzt geht er vorne. Jetzt nimmt er mich mit. Ja, wer zahlt, das kostet 40'000 Franken. Ist es wirklich sinnvoll, dass wir das in der Schweiz haben? Wie häufig passiert denn das? Also weißt du, dass jemand in den Luftraum kommt? Weißt du, man macht eine Mission auf Staatsflugzeuge. Ja. Also wenn jetzt, egal welche Nation, irgendwelche Diplomaten oder Politiker über die Schweiz durchfliegen, ja, macht man genau so eine Mission. Aber weißt, ich meine mehr so Verhältnismäßigkeiten. Ja, also weißt, man darf nicht vergessen, der Auftrag, das ist ja so international, also man muss das. Das ist ja in der Verfassung drin. Also wir sind eigentlich die direkten ausführenden Hände von unserer Politik. Du bist quasi hier im Einsatz fürs Vaterland. Ja. Also das bedingt ja schon einen gewissen Patriotismus. Ja, auf jeden Fall. Und zudem, also, das gehört natürlich dazu. Also, ich stehe sehr hinter dem Staat, auch hinter der Armee, der Luftwaffe. Und was soll ich sagen? Ich bin stolz in Schweizer, in jedem Fall, ja. Ich finde es einfach sehr schön, weil es für mich eben eine sinnvolle Arbeit ist und einfach noch eine von den schönsten. Das stimmt. Geht es dir gut? Geht's gut, ja. Wir machen auch mal noch ein kleines Manöver. Nein. Ich komme einfach ein bisschen in die Information. Erst einmal ein bisschen Tee. Das geht. Zeigen wir dann mal. Oh nein! Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Es war best ever. Du hast einfach keine Ahnung. Wir sind so über die Berge und es ist so. Ja, das ist jetzt mein neuer Job. Ich bin ein bisschen zu alt. Ja, wie war es für dich? Ist das jetzt ein normaler Flug für dich, oder? Ja. Du warst angenehm Passagier, ich musste nicht groß Rücksicht nehmen. Mhm. Und ja, du hast jetzt gesehen, wir konnten die Trainingsmission so durchführen, wie wir wollen. Mhm. Wir sind, haben für die 218 können Zieldarstellung machen. Die können neues üben. Und die Mission ist einfach so durchgeführt, wie wir es gebrieft haben. Jetzt haben wir das also so können, hier am Tag im schönen Wetter machen. Das sind eigentlich die einfachsten Bedingungen. Und jetzt im nächsten Schritt üben wir das in Norwegen. Und dort haben wir das Gegenteil. Dort haben wir schlechtes Wetter, dunkel und in einem unbekannten Gebiet. Wir sind aber auch weg über dem Meer. Macht dich das nervös? Also ich muss ehrlich sagen, für mich Nachtflug eh noch weniger Erfahrung. Also das sind die Mission, wo ich dann schon ein bisschen nervöser bin. Vor allem auch als Pilot, weil es für mich halt alles neu ist. Wir haben jetzt aber noch ein bisschen Zeit, bevor das genau. Wir losfliegen auf Norwegen. Und wir lassen dich jetzt auch noch ein bisschen. Ja, genau. Noch vorbereiten ja, und genau. Wieder umsetzen. Dann treffen wir uns wahrscheinlich in Norwegen. Ja.
Er ist mega nett, wirklich mega, mega nett. Und so, hey, geht's gut? Was muss ich noch beachten? Ist das schlecht? Und er war so mega, und er ist mega feinfühlig gewesen, weil er hat so gefragt, Gülscha, geht's dir gut? Kurz bevor wir gelandet sind. Ich so, ja, gut, dann fliegen wir noch Manöver. Und bevor er es gesagt hat, hat er schon angefangen. Aber er hat so rausgespürt, dass es völlig okay ist für mich. Und auch die anderen, die wir kennenlernen durften, die jetzt die Zuschauer die heute nicht gesehen haben, sind auch alle mega entspannte, gute Typen gewesen, mega nett und herzlich. Und es ist einfach toll. Also, jetzt schaust du mal zurück, schnell. Ja. Genießt das schöne Wetter. Okay. Die schönen Berge. Und nachher geht es ab in die Kälte. Und jetzt gehen wir nach Norwegen. Ja, ist gut. Ich komme mit. Ich komme. Okay. Ich fliege jetzt nach Norwegen. Ich habe schon erst später andere. Jetzt sind Leute aus Gaudenz. Hallo. Hallo. Hi, schön, bist du da. Ja. Der Lust ist auch da. Ich habe ihn auch mit in der Tür. Ciao. Ciao. Du bist jetzt kurz vor deinem Nachtflug. Also wir sind jetzt da, weil du gehst in der Nacht fliegen. Ja. Macht dich das nicht nervös? Es ist dunkel und es ist Wetter, doch, das nicht. Also es drückt jetzt schon ein bisschen. Also ich bin eigentlich recht angespannt. Vor allem eben, man merkt den Wind. Und nachher wird es einfach sehr dunkel. Und dann ist das Vertrauen an das Instrument. Und draussen über dem Meer, ja, man ist 100, 200 Kilometer weg vom Land, über dem Wasser. Und ja, wenn etwas passiert, ist man halt draussen ziemlich allein. Alles klar. Und du bist ja jetzt noch nicht ready. Ja, genau. Du musst ja jetzt dich noch anlegen, oder? Wir dürfen dabei sein. Von mir sind einfach, das ist mein. Wir haben spezielle Thermounterwäsche, die wir unten drin haben. Heute auch. Aber die ist noch feuerfest. Meine nicht, nein. Denn das ist ein sogenannter G-Anzug, eine G-Hose. Und wenn es in den Bereich von 7-8 G geht, hat man die Hose dabei. Also das heisst, das ist quasi 7-mal mehr als das eigene Körpergewicht? Genau, ja. Für all die das nicht wissen. Die Hose ist angeschlossen mit dem Schlauch im Flieger. Und da wird Luft reingepresst. Und das sind nachher eigentlich, da drin hat es überall Luftpolster und die tun sich dann aufblasen. Und die tut das nichts anderes als einfach an den Beinen wie abklemmen. Wie ist das für dich? Macht dich das jetzt schon nervös, wenn du jetzt so vor den Kleidern stehst? Ja, eigentlich schon. Also vor allem, wenn ich da den Trockenanzug wieder sehe, wo man einfach weiss, ja, das ist eigentlich so das Letzte, wo man das Leben anvertraut, ist am Schluss noch der Anzug. Ja, du darfst den Fall jetzt einfach machen, ich weiß nicht. Musst du dich jetzt ganz komplett ausziehen? Teils. Teils, okay. Jetzt, wie ist es, André, was machst du? Also, hast du zum Beispiel vor dem Flug hast du deiner Freundin noch angerufen und gesagt, du, erster Nachtflug, mal schauen, ob ich zurückkomme heil? Oder? Ah, nein. Im Gegenteil, versuche ich eigentlich auch mit der Freundin immer einen normalen Ablauf. Es ist ein normaler Job für uns, oder? Es ist, ich gehe arbeiten und komme dann halt jetzt nach zwei Wochen halt erst wieder heim. Mit was redest du mit deiner Freundin am Nacht? Ist ganz bewusst nicht über das, weil sie eh nicht kann mit leveln oder muss gleich am Schluss loswerden? Ja, nein, es ist schon verschieden. Also, es ist auch wie Heska mit arbeiten, oder? Aber man findet sich dort gut. Also, es wird wirklich einfach auch ein Alltag. Ja. Genauso wie sie nachher vom Job erzählen kann. Und auf einem Niveau, wo wir einander tipptopp verstehen. Aber jetzt bist du noch zwei Wochen da. Jawohl. Und jetzt wird geflogen. Jetzt stehen wir da vor dem Hornet. Ja, genau. Willst du noch etwas sagen? Nein, ich hoffe, es geht alles gut. Was wird jetzt das Schwierigste für dich? Es ist einfach dunkel jetzt in diesem Cockpit, oder? Ich muss jetzt mit dem kleinen Fingerlicht hier, mit dem kleinen Strahl, muss ich jedes Instrument, jeden Knopf kontrollieren. Dann würde ich sagen, Weidmanns Heil, oder? Ja. Was man auch immer sagt. Happy Landings. Happy Landings, okay. Okay, gut. Einfach, es sieht so total aus. Als würdest du daran schneiden, wenn du daran herlangst.
Und einfach die Gaudi gibt es da innen, der kleine, herzig, knuffig, nette Mensch, sind in so einem Kampfchat. Ich will jetzt weggehen. Ich will jetzt gehen. Ich weiß nicht, ob das so überkommt, aber ich meine, es ist für mich schon total paradox, der André, der so ein mega netter, lieblicher Mensch ist, und nachher macht es Dack und dann ist er der Kampfjet-Pilot. Jetzt ist er dort aussen über dem Meer, es ist stockfinster. Er muss einfach da sein, muss den Kopf beieinander haben. Und nachher kommt er wieder runter und erklärt dem dummen Mädchen da, wie es eigentlich ist. Und das so, also, es ist einfach krass, es ist wirklich einfach crazy, was das für ein Mensch ist auf dem Boden und wie er dann muss sein, wenn er in dem Flugzeug sitzt. Okay. Haben Sie gut gemacht. Gratuliere, erfolgreich abgeschlossen. Alles klar? Wohl, tipptopp. Gut, okay. Ihr müsst ein bisschen kalt haben. Wie? Gehen wir doch in die Wärme. Gehen wir in die Wärme, ja. 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 Genau. So, Leutnant Gaudi, du hast jetzt mit deinem Fluglehrer gerade alles besprochen. Ja, genau. Wie war es denn tatsächlich gewesen, das allererste Mal? Also ich war sehr nervös gewesen und vor allem eben nur schon so einfache Sachen wie eine Checkliste, um das Triebwerk zu laufen. Aber das Instrument und das Fliegen ist dann doch wieder, das ist gleich wie am Tag. Mhm. Machst du dir eigentlich Gedanken, dass das, was du hier machst, dass das die Schweiz extrem viel Geld kostet? Ich bin mir vor allem bewusst, was es einfach für eine Verantwortung ist, oder? Um diesen Flug überhaupt machen zu können. Oder? Das ist das, was der Staat von uns verlangt, dass wir es so machen. Und das Einzige, was ich als Pilot kann, ist bestmöglich mit dem umgehen und die Mission möglichst gut zu machen und auch zum jetzt aus meinen Fehlern zu lernen, damit es eben nicht für nichts ist. Ist es denn für dich nervig? Weil ich meine, du machst alles, damit du wirklich das Beste kannst geben, das ganze Team, das hinter dir steht. Und nachher sieht man in den Medien immer nur negative Sachen zum Thema Kampfjet und Flugabwehr in der Schweiz. Also das ist etwas, wo mich wirklich sehr stark anfangen nervt. Man kann sich auch vorstellen, heutzutage ist man schon mal unter den Leuten, bei Kollegen im Ausgang. Man wird viel eben einfach auf das Negative angesprochen. Eben, ja. Und das ist schon etwas, was mich ein bisschen belastet. Hankerum kann ich sagen, ja, ich gebe einfach mein Bestes für die Sache, die ich so als gut empfinde. Und ja, und wenn man das vielleicht auch mal wieder sieht, dass es eben nicht alles nur schlecht ist, dann ist das mir, wäre das mir eben auch ein grosser Wert, wenn man das wieder einmal sieht. Danke, dass wir dabei sein können. Danke, dass wir mitfliegen mit dir. Dass du alles mitgemacht hast und ich hoffe, dass wir dich nicht mega viel nervöser gemacht haben. Nein. Also du bist ja jetzt heil angekommen. Genau. Ja. Cool. Also wir lassen dich jetzt weiter missionieren. Ja, missionieren. Dann gehen wir jetzt wieder in die garstige Kälte. Danke, okay. Leute. Danke dir. Oberleutnant. Oberleutnant. Danke für euch. Jawohl. Der Pilot hat gesagt, es gibt Turbulenzen. Ich habe schon die ganze Turbulenzen in meinem Hirn. Lüsch schon. Ich muss die Pazifistenkeule schwingen. Wir waren jetzt quasi wirklich im Herzen von der kolossalen Absurdität. Für mich ist das absurd. Millionen von Franken, von Kronen, von Dollar, die investiert werden in Kampfjets. Und jetzt einfach, dass wir es ein bisschen runterbrechen auf das Individuum und nicht auf das ganze System. Was ist dein Fazit? Ja, dass der Herr Gaudenz, dass das voll, weißt, so eine entspannte, nette Person, sehr charmant und so die Sachen so runterbricht, mega schlau. Und einer der krassesten Jobs und aber nicht ansteht und sagt so, hey, schau mal, ich bin Kampfjet-Pilot. Und er sagt so, ja, ich bin Kampfjet-Pilot. Also ja, das ist mein Job und ich kann nicht ohne mein Team. Und der Mechaniker ist mega wichtig und die Ausrüstung ist mega wichtig und es ist so ein Teamgefüge. Und das ist so, ich glaube, das ist so die Persönlichkeit von einem Kampfjet-Pilot. Wahrscheinlich.
Es gibt nicht die, die anstehen. Nein, und so. das ist Hollywood, ein Top Gun, glaube ich. Ja, und ich finde auch, also, im Rahmen von dem System und im Rahmen von dieser Welt, wie sie funktioniert, finde ich, macht die Schweiz keinen schlechten Job. Auch mit den Kampfjets. Und irgendwie, ich finde, sogar in diesem Rahmen hat sie Berechtigung, dass wir irgendwie unseren Luftraum bewachen. Und das macht es gut. Jetzt hoffe ich, dass die hier gut fliegen. Sie haben gesagt, es gibt Turbulenzen. Ja.